Herzlich willkommen, meine Freunde, Farid hier. Sorry nochmal für letzte Woche. Es gab letzte Woche kein Video. Kameramann war krank gewesen, er ist jetzt wieder gesund zum Glück. Und letzte Woche war hier auch Highlife. Hier war richtig, wir sind hier so rotiert. Ich hatte auch nicht die Möglichkeit gehabt, dann irgendwie selber was aufzunehmen, weil wirklich richtig viel los war. Also es ist, an sich ist ja immer viel los, zum Glück, ist ja auch gut so. Aber letzte Woche war irgendwie, es war viel Kleinkram und da mussten wir Autos rein, raus, schnell und links nach rechts und Kunden warten und da hatte ich nicht die Luft gehabt, um mir die Kamera zu schnappen und mal ein Video selber zu drehen. Dann habe ich privat noch ein bisschen was. Ich bin gerade privat am Umziehen und da auch noch Stress und so. Mein Kopf war auch woanders und ja, waren halt so ein paar Umstände. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder regelmäßig weiter. Wir haben hier einen 7er F02 57i Langversion. Der bekommt einen Ölwechsel, so ein Service von uns. Und da müssen wir noch gucken, da leuchtet da drin irgendwie. Von Dynamic Drive hat da irgendeinen Fehler drin, da müssen wir halt noch prüfen, was da genau Phase ist, weil an sich ist es ein seltener Fehler, weil Dynamic Drive bei den Dingern ist halt nicht so oft kaputt, würde ich mal jetzt mal frech behaupten. Gut, das kann vielleicht damit zusammenhängen, weil er hat ein Gewindefahrwerk drin. Ne? Also 7er mit Gewindefahrwerk ist auch nicht so oft, sieht man auch nicht so oft. Guck mal, ob ich hier Licht machen kann, ob man da was sieht. Ja, ne? Da sieht man, dass es ein anderer Stoßdämpfer, ein anderer Feder ist. Ne? Das ist halt ein komplettes Gewindefahrwerk und ja, da müssen wir halt nachschauen, ob es vielleicht zusammenhängt mit dem Fahrwerk, was da drin ist, aber der war ja schon mal bei uns und da hat die Lampe nicht geleuchtet und das Fahrwerk hat ja schon länger drin, also ist jetzt noch nicht neu. Ja, schauen wir mal, ne? F02 57, also F02 finde ich schön, auch mit M-Paket, aber halt der Motor N63, ne? Fragwürdig. Wir haben hier noch den E92 M3 hier. Der steht ja jetzt auch schon länger bei uns. Da haben wir auch ganz viele Sachen dran gemacht. Da warten wir noch. Wir warten noch auf Koppelstangen, weil jetzt aktuell keine Koppelstangen drin, weil die Originalen nicht passen mit dem KW-Fahrwerk, was er jetzt da mit den Gewindefedern, die wir eingebaut haben. Und zwar, und der hat auch aus, ist ein US-Import, der hat aus Amerika irgendeinen Stabi drin. Ne? Und ja, da warten wir jetzt auf gekürzte Koppelstangen und dann können wir die endlich einbauen, weil die haben wir auch bestellt und ja, letzte Woche schon bestellt und eigentlich sollten die ja schon letzte Woche kommen, aber irgendwie sind die noch nicht da. Müssen wir noch warten, denn sobald die da sind, können wir die einbauen, dann können wir sie auch mal fahren. Ansonsten, was haben wir noch? Der X5 ist auch noch da, da warten wir immer noch auf den Motorblock. Ne? Der hängt jetzt auch schon seit 2 Wochen oder so auf der Bühne oder länger. Ja, wie gesagt, da warten wir auf den Motorblock, weil der halt schon beschädigt ist, deswegen. Der wird gerade repariert, der Block, und wenn der Block wieder zurückkommt in die Köpfe, können wir das Ding endlich wieder zusammenbauen, weil wir haben sehr viele Teile schon da. Ich zeige euch mal coole Teile. Das sind alles Teile, die ihr bekommt hier, ne? Die ganzen Kartons hier. Ich hol mal kurz was. Arrow. Die hat der Kunde besorgt, habe ich auch noch nie verbaut. War auch nicht günstig, so wie ich mitbekommen habe, hier Pleuel. Junge, doppelt und dreifach verpackt. Ja, mega schön. Sind höchstwahrscheinlich stabiler und gewichtsoptimiert. Na gut, die alten Player sind noch die Kolben dran, aber werden wir dann sehen, wenn wir die Kolben abmachen. Ich glaube, alleine die Player, ich bin mir nicht sicher, haben. Die hat der Kunde, wie gesagt, selber bestellt aus England und hierher schicken lassen. Ich glaube, die waren um die 3000 Euro, die Pleuel. Ja, und die verbauen wir dann halt, ne? Sobald, ich habe gerade gehört, wir können den Block danach abholen. Ja, können wir das hier alles wieder zusammenbauen. Sobald der Block zurück ist, geht es halt hier weiter, ne? Hier haben wir einen E91, was war das für ein Motor? 320 Diesel oder so? Ja, ist auf jeden Fall 14er Diesel. Der hat von uns einen Simmering bekommen, zwischen Motor und Getriebe. Der hat hier das Öl komplett zwischen Motor und Getriebe komplett rausgeworfen und quasi einmal rumgeschleudert. Das Öl war quasi auch auf dem Getriebe, also das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ganze Getriebe war komplett voll mit Motoröl und es war halt richtig heftig undicht. Da haben wir einen neuen Simmering verbaut plus eine neue Kupplung, weil die Kupplung auch schon in Öl getränkt war. Durch den defekten Simmering war da halt schon Öl überall dran. Ja, und wenn das Getriebe einmal schon ab ist, dann kann man ja auch gleich eine neue Kupplung verbauen. Ne?
Ja, er hat noch einen großen Service bekommen, die Ölwechsel, sämtliche Filter, Hardyscheibe, die Bremse hinten ist neu. Ja, genau, ein Kollege baut den gerade wieder zusammen. Ist jetzt nur noch in Anführungsstrichen die Kardanwelle ran, Abgasanlage ran. Und dann ist er soweit fertig, weil er schon alles gemacht hat. Genau, und danach haben wir noch was Schönes. Da werden wir dann auch höchstwahrscheinlich ein Video zu machen. Danach haben wir noch einen E90 oder 91, bin mir jetzt gar nicht sicher, der eine Steuerkette bekommt. Der hat einen N57 drin, 6-Zylinder Diesel, und der bekommt eine neue Kette. Ne? Werden wir danach dann hier raufpacken und dann auch filmen. Ansonsten haben wir hier einen E90. Das ist ein 320i. Genau, 320i. N46 Motor. Ja, der hat Probleme mit seinem Stellmotor. Ne, Stellmotor sitzt hier oben drin. Den haben wir schon ausgebaut. Wir warten gerade auf das neue Teil. Ne, der sitzt ja hier drin. Und der Stellmotor bewegt halt diese Exzenterwelle. Ne, und die kam schon mal vieles neu. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir das damals gemacht haben oder er das woanders gemacht hat. Weil E90 mit gerade dem Motor haben wir hier echt sehr, sehr viele. Und ich kenne jetzt nicht jedes Auto im Kopf mit Kennzeichen. Aber auf jeden Fall, ich kann euch ja mal kurz was erklären für die Leute, die neu sind. Ne? Das ist ein Stellmotor. Ne? Und der Stellmotor treibt die Exzenterwelle an. Du hast hier eine Exzenterwelle, also hier ist so ein, nennt man das Schneckengetriebe oder so. Und du hast halt hier diese Verzahnung. Und wenn man den so reinschiebt, ne, bewegst du die ganze Welle halt mit. Die Welle kann sich nur um 180 Grad verstellen lassen durch diesen Motor. Und das ganze System ist eine Ventilhubsteuerung. Ventilhubsteuerung heißt, dass die Einlassventile zum Beispiel im Leerlauf halt nicht komplett öffnen. Die öffnen da, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vielleicht ein paar Millimeter. Und wenn die Exzenterwelle auf so ganz geschlossen ist, öffnen die halt ganz, ganz, ganz wenig. Beziehungsweise ich glaube fast gar nicht sogar, weil die klingen dann immer, wenn der Stellmotor kaputt ist und die Exzenterwelle auf Minimalhub klemmt, dann klingt der auch so leer, weil er keine Kompression aufbaut, weil er keine Frischluft kriegt. Wenn er sich verstellt über diesen Stellmotor, dann kann er halt die Ventile weiter öffnen und hat halt einen größeren Wirkungsgrad, einen größeren Füllungsgrad vor allem. Also Füllungsgrad, damit halt mehr Luft rein kann. Und dann hast du halt dementsprechend auch mehr Leistung. Und die andere Sache ist halt die, dass wenn dieses Valvetronic-System aktiv ist, ist die Drosselklappe immer komplett geöffnet. Ne? Damit hast du halt die Luft immer direkt vor den Ventilen anliegend. Ne? Und wenn du Gas gibst, schiebt der halt auf. Ne? Und dann kann halt die Luft direkt in den Zylinder kommen. Ansonsten Motoren, die halt über die Drosselklappe laufen, müsst ihr euch überlegen, weil wenn du dann drinnen Gas gibst, öffnet ja logischerweise die Drosselklappe. Ne? Und dann muss ja die Luft erstmal von hier bis durch die Ansaugbrücke durch in die Zylinder rein. Oder in den unten in die Einlasskanäle und dann in den Zylinder rein. Und das gibt halt ein schlechteres Ansprechverhalten vom Motor. Ja, und so hat sich halt damals BMW gedacht, keine Ahnung. Da waren ein paar kluge Köpfe am Werk, die es da entwickelt haben und haben dann halt wahrscheinlich dadurch Spritersparnis und besseres Ansprechverhalten. Ja, aber das Ding ist halt, natürlich ist das System halt ein bisschen anfällig. Das ist halt so, ich sag mal so, der N42 bzw. in dem Fall der N46 Motor sind halt die Motoren, die ich halt früher sehr, sehr, sehr viel geschraubt habe. Ne? Und durch die Motoren hat sich, sage ich mal, alles bei mir ergeben, ne? Weil ich halt die Dinger hier echt täglich am Tag, keine Ahnung, wie viele ich da auseinandergerissen habe, jetzt zusammengebaut habe. Und klar kenne ich mich mit den anderen Motoren auch aus, aber bei denen kenne ich mich halt ein bisschen, sag mal so, die habe ich halt echt sehr oft gemacht. Also die 4-Zylinder und die 8-Zylinder, 6-Zylinder sind halt so eine Dinger, die laufen halt. Ne? BMW und 6-Zylinder, die können die bauen, aber die 4-Zylinder, also die waren damals halt, wie gesagt, so als sie noch anfingen Probleme zu machen, waren das alles so fragwürdig und so. Aber mittlerweile finde ich halt, alles was danach kommt, ist noch fragwürdiger. Und hier kennt man alle Probleme und hier weiß man, was auf einen zukommt und so. Und bei den Neueren ist es halt immer, die haben ganz komische andere Schäden und die halt nochmal richtig ins Geld gehen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Ihr seid up to date.
Tor ist immer noch nicht repariert. Warten seit, keine Ahnung, seit gefühlt 3 Wochen oder so oder noch länger auf Teile. Genau, wir haben bald die 10.000 voll, es sind nicht mehr viele, ich glaube ca. 220 Abonnenten. Ihr habt noch die Möglichkeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Der erste Preis kriegt eine Getriebeölspülung aufs Haus, muss aber ein BMW sein und eine Automatik. Der zweite Preis kriegt einen Ölwechsel, ne? Mit Filter, Originalteile. Genau, das haben wir als Gewinnspiel. Wenn wir, sobald wir die 10.000 voll haben, werden wir das Gewinnspiel quasi auflösen. Voraussetzung ist, ihr müsstet aber dann auch hierher kommen und mich auf YouTube abonniert haben. Genau. Und sobald wir die 10.000 voll haben, dann werden wir das auflösen und dann einen Termin vereinbaren. Und dann kann der erste und zweite Preis hierher kommen. Dann machen wir die Spülung und beziehungsweise auch den Ölwechsel. Genau. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und wir sehen uns. Peace.